Werden Regierungen auch gehackt? Und was sind eigentlich DDoS-Attacken? Das und mehr in der heutigen Folge Cybersecurity Freitags mit Fairs. Diese Woche kam es zu einer Cyberattacke bei der norwegischen Regierung. Einzelne Politiker des Parlaments wurden dabei angegriffen und eventuell Daten gestohlen. Wer da dahinter steckt, ist noch unklar, aber es zeigt wieder mal, dass auch Regierungen von Cyberattacken nicht befreit sind und auch angegriffen werden können. Man geht davon aus, dass die E-Mail-Adressen von sehr spezifischen Mitgliedern der Labour-Partei in Norwegen angegriffen wurden und wie gesagt, welche Daten dabei gestohlen wurden, ist noch unklar. Natürlich können es auch sensible Daten wie Kalender, Ortschaften und Adressen sein und deshalb ist immer auch da Vorsicht geboten. Eine iranische Hackergruppe, die schon seit Monaten VPN-Server attackiert. Die Gruppe verkauft die Zugänge der angegriffenen Systeme unter anderem in Untergrundforen, im Dark Web und anderen Locations. Normalerweise würde diese Hackergruppe eigentlich nur die Sicherheitslücke ausnützen, sich in das System einnisten und dann diesen Zugang anderen Hackergruppen verkaufen. Diese anderen Hackergruppen würden dann via sogenanntes Lateral Movement, also einer seitlichen Bewegung innerhalb des Netzwerkes, anfangen, Daten allenfalls zu stehlen, zu verschlüsseln und dann entsprechend die Kunden zu erpressen. Betroffen sind dabei jegliche VPN-Server von Pulse Secure, Fortinet, Palo Alto Networks und viele andere auch. Und genau bei solchen Attacken würde Xeon Trace, unsere Network Detection und Response Software, ihnen den Alarm schlagen und Bescheid geben, da etwas Merkwürdiges ist, im System läuft. Die Swiss Sign Group steht unter DDoS-Attacke. Was bedeutet das? Das ist eine Distributed Denial of Service-Attacke, bei welcher eine große Menge an Traffic auf die Server dieses Dienstleisters geschickt wird und so entsprechend die Dienstleistung lahmgelegt wird. Wir sehen immer mehr DDoS-Attacken und sehen vor allem DDoS-Attacken auch als eine Art Ablenkungsmanöver. Das heißt, während die IT-Abteilung komplett mit der DDoS-Attacke beschäftigt ist, verschickt man parallel dazu oder greift man parallel dazu die Systeme an, bei welchen man allenfalls schon Sicherheitslücken gefunden hat und nistet sich dann ein. Das würde auch bei diesem Beispiel passen, da, wenn die Leute der Swiss Sign Group mit der DDoS-Attacke beschäftigt sind, die Attackierenden allenfalls andere Sicherheitslücken suchen, sich einnisten, vielleicht sogar durch Lateral Movement dann in ihre Systeme eindringen. Falls Sie vermuten, dass Sie Opfer einer solchen Attacke geworden sind oder sogar Einbrecher in Ihrem System haben, kontaktieren Sie mich auf LinkedIn und ich zeige Ihnen gerne, wie wir das Ganze aufspüren können. Mein Name ist Fair Salingan und ich zeige Ihnen die neuesten Nachrichten aus der Cybersecurity-Welt.